Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Everybody's Golf. Heute Morgen habe ich meinen Charakter erstellt und jetzt gehen wir mal wieder zu Hikari zurück, denn sie soll uns jetzt wohl die Grundlagen erklären. Hallo nochmal, der Vorsitzende hat mich gebeten, dir kurz den Haupt-Offline-Modus zu erklären. Jeder startet bei Rang 1 und arbeitet sich dann in den Rängen nach oben. Um im Rang aufzusteigen, musst du an Herausforderungsturnieren teilnehmen und gute Ergebnisse erzielen. Okay. Drücke vor dem Turnierstand X, um eine Liste aller Turniere aufzurufen. Von dort aus kannst du dann teilnehmen. Wenn du ein Turnier gewinnst, erhältst du einen zufällig gewählten Preis. Es gibt alle möglichen Preise, von neuen Outfits bis hin zu Schlägern. Und wenn du dich durch die Turniere kämpfst, tauchen vielleicht ein paar Charaktere auf, um dich herauszufordern. Wenn du sie besiegst, erhältst du ihre Outfits. Ach, das ist ja cool. Einige der Herausforderer werden auch Bossgegner bestimmter Ränge sein. Wenn du den Boss besiegen kannst, darfst du zum nächsten Rang aufsteigen. Hast du das alles verstanden? Ich würde sagen, soweit so gut, ne? Oh, lass mich noch schnell etwas Neues im Spiel erklären. In diesem Everybody's Golf-Teil verbessern sich deine Charakterfähigkeiten, sobald du in einer Runde einen guten Schlag schaffst. Zum Beispiel. Sagen wir, du schaffst eine Reihe von Powerschlägen mit fast 100% Kraft und einem Holz 1. Dann verbessert sich dein Können mit einer Hölzern. Das führt wiederum dazu, dass du zum Beispiel weitere Distanzen schlagen kannst. Das trifft auch auf die anderen Schlägernummern zu. Es gibt noch mehr Beispiele. Viele geschickte Schläge in die Nähe des Pins verbessern deine Kontrolle für deine gerade ausgerüstete Schlägernummer. Wenn dir ein schöner Schlag mit Backspin gelingt, verbessert sich deine Backspin-Fähigkeit. Du wirst beim Spielen alle möglichen Aspekte entdecken, die du weiterentwickeln kannst. Also hab Spaß am Experimentieren mit den verschiedenen Schlägern. Und weißt du was? Ich finde, diese Erklärung wird etwas zu lang. Also legen wir einfach los. Lass uns dazu erstmal ein Turnier vom Turnierstand auswählen, an dem du teilnimmst. Hier startet dein neues Everybody's Golf-Leben. Gute Reise! Oh, das ist voll süß. Oh, da, ein Neuzugang. Na dann. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Nicht sehr erfahren, aber sehr zuversichtlich. Vielleicht habe ich neue Konkurrenz. Ich werde einfach mein Bestes geben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Stimmt. Mal sehen, wie weit der Neuling hier kommt. Ich hoffe, der Neuzugang bleibt uns erhalten. Schön. Den Neuzugang muss man im Auge behalten. Jetzt werde ich erst einmal abwarten. Oha. Zurzeit ist der Gimmi-Modus bei Herausforderungen für begrenzte Zeit verfügbar. In diesem Modus sind Gegner viel leichter zu schlagen. Okay, einen Nachteil gibt es nicht. Aber es wird dir nicht ewig geben, also nichts wie los. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, um zu lernen, ne? I don't know. Wo finden wir den denn? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir nehmen vielleicht mal hier dran teil. Eagle City. Ach, guck da, ja, Gimmi-Modus verfügbar. Wir machen erstmal den leichten Modus. Wenn er schon mal drin ist, dann können wir den auch mal austesten, jetzt wo ich gerade noch so gar keinen Plan vom Spiel habe. Hier ist das brandneue Everybody's Golf. Nicht nur das Spiel ist neu, auch die Tipps in den Ladeanzeigen wurden general überholt. Jeder Tipp hat zwei Seiten, zwischen denen du umblättern kannst, indem du das, das auf dem D-Pad auf dem Wireless-Controller drückst. So. Tada! Und so blätterst du die Seiten um. Du kannst das andere, also nach links drücken, um zurückzublättern. Oh, und eins noch. Manchmal erscheint in den Ladeanzeigen die Kraftanzeige, sodass du gute Abschläge üben kannst. Ah, damit kannst du dich vor einem Spiel auf den Rhythmus einstellen. Ach, cool. Ja, habe ich jetzt verrafft. Ein Pferd. Tornado? Was zur Hölle? What? Lauf 1 ist ein Paar 4. Oh Gott, guck mal, die Kleine da. Wie süß ist die denn? Von wo ich abschlagen möchte, dann platziere ich mein Tee mal hier. So, versuchen wir zuerst das Abschlagen. Mit den, okay.
Dann würde ich sagen, machen wir mal 100% Kraft ein. Wow, oh Gott. Total verzogen. Nein, nicht in den Bunker. Nein, Glück gehabt. Fairway, das ist gut. Da kann man gescheit wieder abschlagen. Kann ich irgendwie hier auch rauszoomen oder so? Oh nein, jetzt habe ich... Oha, Kamera anheben, Kamera senken. Ah ja, guck hier. Nach da wäre es vielleicht nicht so schlecht. Oh, schon wieder total verzogen. Ach du Scheiße. Oh, das könnte aber gar nicht mal so schlecht sein. Nein, Bunker, no. Ach, der, gucke mal. Der saugt das ein, deswegen der... Ah, das war nicht schlecht. Huch, deswegen Tornado. Oh, viel zu kurz. Ich habe keine Ahnung, wie fest ich hier schlagen muss. Aber das war anscheinend ganz gut. Ah, ich bin so süß. Okay, immerhin schon mal ein paar. Damit bin ich gerade noch auf Platz 2 hier. Schon wieder Paar 4. Okay. So, mit ordentlich Schwung. Oh, hallo, also wenn das kein... Guck mal hier, guter Schlag. Ich bin ja auch nicht ganz golfspielunerfahren. Oh, guck mal, ich habe mich verbessert. Wo ist denn... Das heißt, jetzt brauche ich... Stimmt das, wenn ich... Heißt das hinten, dass ich 96 bis 100 brauche, um da hinzuschlagen? Ja, ne? Immer die rote Fähnchen auf der Poweranzeige zeigt mir... Oh Gott, habe ich jetzt getroffen. Zeigt mir an, wie fest ich hauen muss. Ein unglaublicher Schlag, aber leider etwas zu kurz. So, versuch mal zu putten. Putten ist ebenfalls ein Dreitastensystem in Everybody's Golf. Okay. Ja, das klicke ich jetzt mal weg. Wir haben hier die Bodenlinien. Die zeigen so ein bisschen, in welche Richtung es abfällt. Ups, das war fast noch zu fest. Ich hoffe, der Tornado regelt. Jawohl. Birdie! Ich hab's drauf. Leute, das ist so süß, das Spiel. Ich find's so mega niedlich. Und ich setze mich in Führung. Aber Aoi ist auch auf minus 1 Grad. Ist ein paar 5. 5, es ist weit, ne? Scheint sehr weit zu sein, ne? Ich glaube, ich schlag doch auch eher in die Richtung. So. Ach, gucke mal hier. Fantastisch. Ich hätte ein bisschen fester schlagen können, aber perfekt getroffen. Kein Stück verzogen hier. Fast 178 Yards weit. Wo ist die? Oh! Ja, das Wasserhindernis. Vielleicht diesmal lieber nicht ganz so festhauen. Guck mal, das hat doch ganz gut gepasst. Noch weit genug vom Wasserhindernis weg, aber trotzdem nicht so mega weit entfernt. Okay. Ja? Fantastisch. Auch noch ein guter Schlag. Oha, das ist aber doch noch ganz schön weit weg, ne? Hier ist die Birdie-Chance. Jetzt kann ich schon wieder putten. Jetzt muss ich ein bisschen zur Seite, weil guck mal, es geht relativ weit nach links, da die weißen Dinger zeigen nach rechts.
Oh nein, ich hab verzogen. Alles klar. Aber es hat funktioniert. Noch ein Birdie. Es macht Spaß, Leute. Jetzt bin ich sogar einen Schlag in Führung. Ist ein paar vier. So, was haben wir denn da hinten? In die Richtung müssen wir, okay. Ja, auch wieder ein guter Schlag. Oh Scheiße, oh Scheiße, vorm Baum, auf dem Rough. Wie soll ich denn jetzt daran vorbeischlagen? Ja, toll. Ich muss ja erst mal wieder aufs Fairway. Ah, okay, in die Richtung. Ne, ein bisschen in die Richtung. Der Wind kommt von rechts. Sehen wir oben mit dem blauen Pfeil. Und wie kommt der? Der kommt ganz gut. Noch nicht ganz bis aufs Green, aber... Wieder ein bisschen zu fest und verzogen. Na super. Nein, der Tornado reicht nicht. Aber immerhin eine gute Annäherung. Ja, und das wird jetzt automatisch gemacht. Aber ein Boogie. Jetzt habe ich wieder einen Punkt verloren. No. Ist ein Paar 5. Paar 5. Wo müssen wir hin? Da ist Wasser. Also lieber ein kleines bisschen weiter nach rechts schlagen, als dass ich im Wasser lande. Was heißt das Häschen-Emote, was ich da gerade in der Sprechblase hatte? Ich habe nicht den geringsten Hauch einer Ahnung. Kann ich... Ich könnte es rein theoretisch direkt darauf schaffen, aber ich muss halt wirklich die 100% schaffen. Die habe ich nicht ganz geschafft. Oh, hoffentlich reicht das. Wow! Hochgepokert, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, sehr nice. Wie cool, schöner Schlag. Das Schleifchen, was ich hinten an den Haaren habe, ist einfach so niedlich. So, und jetzt müssten wir rein theoretisch... Oh nein, verzogen. No! Scheiße, im Bunker gelandet. Alter Schwede, ist das abschüssig. Nein! Er rollt wieder rein. Ja, oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, scheißen Dreck. Ja, ich hab's auch versaut. Willkommen im Club Ataru. Es ist gar nicht nett. Ich verkack mir gerade alles. Und das war schon wieder viel zu fest. Boah, Double Boogie. Jetzt bin ich auf plus 1. Ja, das ist... Ich hab allen Grund, mich zu ärgern. Jetzt bin ich auf Platz 2 abgerutscht. Loch 6 ist ein paar 4. Vier Löcher haben wir noch. Schlagen wir mal nach da. Nahezu perfekt. Fantastisch. Jetzt müssen wir das wieder aufholen. Hallo, ich habe gerade ganz schön verloren. War. Okay. Mega. Also Leute, das Spiel macht derart Spaß. Ich finde es klasse. Das ist eines der besten Golfspiele, die ich seit langem gespielt habe. Also jetzt richtig Golf.
jetzt mal von Minigolfspielen abgesehen. Okay, das heißt, jetzt nicht mehr ganz so fest. Oh Scheiße, ich habe Seitenwind, den habe ich nicht mit einberechnet. Oh, schade. Aber gut geschlagen. Entspann dich. Ja, mache ich ja. Damit habe ich ein Paar. Solides Paar. Was ist das denn für eine? Wie redet die denn? Yay, ich bin wieder auf Platz 1 aufgestiegen. Oh, ihr hat's auch verkackt. Ist ein Paar 3. Ich überlege gerade, es gibt einen Manga, den ich gelesen habe. Da hieß auch ein Hauptcharakter, hieß Aoi, aber ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Was war das denn noch? War das ein LDK? Ich weiß es nicht mehr. Nein, Bunker! Nein! Schiete, wieder zu fest. Aber wenigstens nicht verzogen. Vielleicht regelt ja der Tornado. Nee, schade. Alles gut. Regelt er jetzt? Jetzt regelt er. Ja, immerhin wieder ein Paar. Ich darf jetzt halt nur nicht verlieren, ne? Noch geht es. Wir haben noch 2 Löcher zu spielen. Ist ein Paar 4. Oh, ich mag das. Ich mag gar nicht mehr aufhören. So kann man auch mit kleinen Sachen Kaddis eine Freude machen. Wieder ein Häschen-Emote. Was heißt dieses Häschen-Emote? Wow. Fast 180 Yards. Das ist natürlich geil. Was passiert jetzt, wenn ich da jetzt durch die Bäume schlage? Kann ich da durch die Bäume schlagen? Oder komme ich da nicht drüber? Wir probieren es einfach aus. Nein, es... Klopp. Rassel, rassel, rassel. Oh, ich muss in den Busch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, Schande. Wir haben ein bisschen Gegenwind und Wind nach rechts. Wie ich angerannt komme. Oh je. Boogie. Hey, aber ich habe ein Level up. Aber ich bin jetzt auf Platz 2 wieder abgerutscht. Oh, das letzte Loch. Jetzt gilt's. Ist ein Paar 3. Shit, ich hab nicht geguckt, aber fast. Oh nein! Das gibt minus 2. Wiederholung, genau, kassiere einen Strafschlag. Oh Schande! Achte auf die Kraftanzeige. Ja, achte ich ja. Guck mal, von der Kraft her perfekt. Ach nee, wie ärgerlich. Das war meine letzte Chance und ich habe sie verkackt. Wir müssen ein bisschen in die Richtung, hätte ich gesagt. Noch zu wenig. Ah, der Tornado regelt. Trotzdem. Ein Boogie. Was heißt das? Das ist Endstand. Ich habe doch noch gewonnen. Ah, oh, ihr habt es auch verkackt. Yay! Wer ist am besten? Wuhu! Echter Profi? Ein echter Profi. Ja, ein echter Profi, absolut. Wie geil ist das Spiel, bitte? Es macht so Spaß. Ich gucke, ich bin jetzt so gar nicht so der Golf Level 2. Wup, wup. Vom japanischen Everybody's Golf Komitee-Chef befördert. Ach, ich bin, ich bin hin und weg. Ist das geil. Leute, ich liebe dieses Spiel. Was haben wir erhalten? Ach guck, wir haben ein neues Pony erhalten. Hose, Hosenrock, Münzen, 100 Stück.
Und ein Ultra-Approach-Ball. Approach ist Annäherung. Ja, mega nice. Tolle Arbeit. Dankeschön, Dankeschön. Puh. Ach, schön. Gut gespielt. Willkommen zurück. Wie war das Turnier? Super. Das sollte dir einen Eindruck von den Turnieren verschafft haben. Wenn du dich also ganz gut geschlagen hast, bist du gut in Form. Du kannst später von diesem Stand aus an weiteren Turnieren teilnehmen. Oh, und du kannst dir auch jede Menge Tipps und Ratschläge holen, indem du mit den Personen hier im Heimbereich sprichst. Und jetzt? Möge dein Everybody's Golfleben aufregend sein. Ah, da bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass es das sein wird. Ich würde mich jetzt für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, wünscht ihr euch, dass ich vielleicht so 10 Folgen auch als Let's Play mache oder nur Streams? Let's Plays würden sich wahrscheinlich ein bisschen schneller realisieren lassen, weil ich das mit den Streams hier erstmal noch alles einrichten muss. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut bis zum nächsten Mal, egal ob im Video oder im Stream. Ich freue mich auf jeden Fall, das Spiel, das wird, glaube ich, einige Tage versüßen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!